Ein Streitkolben. Oder? Nee, das ist ein Altar. Ja, ein Altar. Hier wurden die Jämmerlichen mir zu Ehren geopfert und die Schwachen von den Starken bestraft. Aber auch ein Deldra-Fürst besitzt Feinde. Und meine Rivalin Boetia hatte ihren Priester angewiesen, den Altar zu entweihen, bis ihr kamt. Wollt ihr Rache an Boetia nehmen? Rache? Nein, ich will Unterwerfung. Der Priester, der das getan hat, soll vor mir niederknien und mir seine Seele geben. Er kommt, um Boetias widerwärtige Rituale an meinem Altar durchzuführen. Aber jetzt wird er vermisst, gefangen und gebunden, zurückgelassen, um zu verrotten. Verschont ihn. Lasst ihn sein Ritual ein weiteres Mal ausführen. Und wenn er es tut, werden wir auf ihn warten. Darf ich den jetzt haben? Ich glaube nicht. So, ihr Lieben. Das war also Molag Bal. Einer der ganz fiesen Dädra. Wenn ich mich recht erinnere, hatten die Nord doch 9 Götter? Waren das 9? Die Stühle sind cool. Die hat er jetzt dahin gestapelt. Das ist voll geil. Hier gefällt es mir echt. Richtig schönes Geisterhaus geworden. Gute Arbeit, Bethesda. Wer will da was? Warum können wir eigentlich keine Kinder beklauen? 90%. Ja, speichern wir mal. Das Kind zieht uns nicht mal. So, Gesundheit. Ja, ja, nein. Ja, was? Nein. Nee. Alles ist gut, keine Sorge. Das wird schon wieder. Ich dachte, wir hatten jetzt endlich hier mehr Platz, aber es fehlen noch 2 Punkte Taschendiebstahl, Freunde, und die holen wir uns jetzt. Steckt ihr in Schwierigkeiten? Nein. Versteckt ihr euch deswegen? Nein. Heftige Menschen stecken nie in Schwierigkeiten. Das blutigste Fleisch in euch. Diese Vampire werden langsam zu einer echten Bedrohung. Die Stiefel, die ich dahin geworfen habe. Im Namen des Jahres. Halt die Klappe, Wache. Die haben hier alle so viel Zeug. Bis auf den haben wir schon leer gemacht. Ah, wer ist die denn? Er hat auch nicht viel dabei. Die Hiroki. Hallo. Was Lass kann ich für die Finger davon? Weiß ich nicht. Sieht hübsch aus. Nettes Dekolleté. So. Da Hokni. Ja, also. Stück ein Meisterwerk. Na also, Freunde, endlich. Ich dachte, wir kommen da nie hin. Mehr Platz. was kommt denn da noch so? Du kannst ausgerüstete Waffen stehlen. Ist total cool. Und das Beste ist das hier. Du kannst ausgerüstete Gegenstände stehlen. Dann klauen wir denen allen Ernstes die Rüstung vom Leib. Es ist so geil. Es ist so gut gemacht einfach. Wollt ihr etwas Hammel oder Rehfleisch? Natürlich wollt ihr das. Wollen wir das? Ach, da guckt mal, da ist der Sänger wieder. Den können wir auch ausleeren. Frem. Butter. Wir haben ihm quasi die Butter vom Brot geklaut. Na? Wolltest du was sagen? Blutig genug für euch, Fremdling? Wie bitte? Markart, ist das blutig genug für euch? Droht ihr mir? Wenn ich euch bedrohen würde, hättet ihr schon längst mitbekommen. Ihr Fremdlinge lernt es auch nie. Wenn die Abgeschworenen euch nicht schnappen, werfen euch die Wachen in die Sidna-Mine, wo ihr euch totschuften könnt. Oh ja. Glaubt ihr, im Fluss ist Wasser?
Durch Markart fließen Blut und Silber, mein Freund. Ihr lebt hier in Markart? Nein. Ich wohne in einem schönen Haus in Einsamkeit, wo die Luft nicht vom Rauch der Silberschmelzöfen verpestet ist und meinen mit goldenem Haar meinen Schild polieren. Wenn ihr versteht, was ich meine. Welchen Schild? Du hast einen Zweihänder. Ich bin hier, seit ich die Bardenakademie verlassen habe. Was? Mit ein paar Muskeln verdient man mehr als mit einer verdammten Laute. Die Silberblutfamilie bezahlt mich, lässt mich ein paar Schädel spalten und hält mir die Wachen vom Leib. Mehr brauche ich nicht. Aha. Was meint ihr mit Blut und Silber? Der Name der mächtigsten Familie in Markart sagt alles. Silberblut. Sie haben eine ganze Mine voller Gefangener, die Silbererz für sie schürfen, das von bezahlten Arbeitern eingeschmolzen wird. Außerdem gehört ihnen die halbe Stadt. Ich arbeite für sie. Das Gasthaus ist nach ihnen benannt. Wenn die Wachen jemanden festnehmen, klären sie es zuerst mit ihnen ab. Wir suchen hier nach Arbeit. Ihr solltet mit dem Jarl reden. Man kann sich immer ein bisschen was verdienen, indem man Abgeschworene in den Bergen tötet. Alles klar. Im Namen des Herrn, keine Bewegung. Ich hab gar nicht. Siehst du? Hab ich gar nicht. Machen wir nochmal ein Level. Die Graubärte haben das Blut nach Hochodka gerufen. So, das bin ich. Das ist schon seit einigen Jahrhunderten nicht mehr vor. Jaja, Drachenblut sind wir. Klare Sache. So, da wäre dann noch die Schmiede. Da können wir auch noch ein bisschen was ausräumen. Am wichtigsten sind die Pfeile von den Wachen. Upsi. Wollte ich gar nicht nehmen, wann versehen. Tacitus! Was ist das? Ein Nagel? So nennt ihr das also? Oh, den letzten hat er gesehen. Tacitus! Was ist das? Ein Nagel? So nennt ihr das also? Ihr hättet nie. Das ist so geil, du kannst dir halt durch Klauen und Ermorden jede Quest versauen. Es tut mir leid. So. Mehr Platz, Hammer. Dann gehen wir doch mal wieder aufs Schleichen. Nein, ein Punkt fehlt noch. Schießkunst, wie sieht's da aus? Fehlt auch noch 5 Punkte. Okay, also Rüstung. Rüstung oder weiter Taschendiebstahl? Nehmen wir mal den hier noch. Ich habe nur... Also die Schmiede wird so heiß. Und ich dachte... Ihr habt was gedacht? Ihr könntet einen Schritt überspringen? Das Metall nicht vollständig erhitzen? Unbrauchbar. Macht das noch einmal. Hi. Was? Ich nicht. War ich nicht. Waren wir nicht. Überhaupt nicht. Nie. Wir würden nie was klauen. Oh. Bei dem waren wir schon. So, Freunde, die Hexenheilerei. Es war so ein Spaß, das Zeug einfach zu klauen. Warum seht ihr mich so an? Hallo. Die dunkle Bruderschaft übermittelt euch ihre Grüße, Moiri. Die dunkle Bruderschaft? Oh, ich... Hi. Meine Güte. Ja. Ihr seid wirklich hier. Ja. Das schwarze Sakrament. Jo. Es hat tatsächlich funktioniert. Genau. Offensichtlich. Sagt mir, was ist euer Begehr? Was ich brauche. Den Tod von Hélène Dufond. Okay. Er soll zur Strecke gebracht und getötet werden, wie diese miese Ratte, die er ist. Geht klar. Ich habe es nicht gewusst, als wir zusammen waren. Aber Hélène ist tatsächlich der Anführer einer Bande Halsabschneider. Räuber! Sie haben sich in einer alten Zwergenruine verkrochen. Oh. Raldbitar. Das ist in der Nähe von Windhelm. Sie nutzen sie als Stützpunkt. Dort führen sie ihre Überfälle aus. Ich möchte, dass ihr in die Ruine geht, Alain Dufond sucht und ihn tötet. Seine Freunde kümmern mich nicht. Mit ihnen könnt ihr verfahren, wie ihr wollt.
Aber Alain muss sterben. So soll es geschehen. Ausgezeichnet. Sobald Alain tot ist, bekommt ihr euren Lohn. In Gold. Ich habe eine kleine Summe gespart. Schön. Ich hoffe, sie reicht. Das hoffe ich auch, meine Liebe. Das hoffe ich auch. Hau ab. Oh. Gnade. Die weiß, dass wir ein Assassine sind. Darum greift sie uns nicht an, sondern brüllt um Gnade. Warum seht ihr mich so an? Einfach so. Ich klaue hier nichts. Das war schon in meiner Tasche. Ich habe das da nicht hingetan. So. Oh geil, guck mal, so Bratkartoffeln. Boah, was esse ich denn heute? Heute ist Sonntag, liebe Freunde. Bratkartoffeln? Nee, eigentlich mag ich Bratkartoffeln gar nicht so gern. Aber die, ich weiß nicht. Freunde, das Essen in Skyrim sieht alles so lecker aus. Das ist so unverschämt. Ich bekomme da immer Hunger. Sogar die Tränke sehen lecker aus. Dabei schmecken die bestimmt furchtbar. Ich würde nie so einen Kohlkopf essen, aber der sieht hier einfach geil aus. Kriegt man einfach Bock drauf. Ich will die Hand. Achso, die Hände kann man leider nicht nehmen. Nur Schädel mit Kiefer. Voll komisch. Nee, pack den Bogen weg. So. Oh, gibt's hier noch einen Korb, Freunde? Ich möchte euch mal einen Trick zeigen. Die Hexenheilerei ist euer verschwiegener Ansprechpartner für all eure Bedürfnisse. So, jetzt passt mal auf. Mist, pack den Bogen weg, sonst geht das nicht. Jetzt passt mal auf. Ich weiß nicht, bei Wachen geht's, glaube ich, soweit ich weiß. Ein wenig alte Reach-Magie kann heilen, was immer euch quält. Ihr habt doch wohl keine Angst vor einer alten Frau. Meine nicht. So, jetzt können wir alles vor ihrer Nase klauen. Ich fasse es immer noch nicht, dass das geht. Es ist so super, Freund. Es ist runtergefallen, scheiße. Mhm. Vorsichtig damit. Ja. So. Da ist noch ein... Oh. Moment. Ah. Es ist so geil. Einfach einen Eimer über den Kopf ziehen. Es ist einfach... Es ist so gut. Es tut so weh. Es tut so weh und ist doch gleichzeitig so gut. Die sieht uns halt auch nicht, ne? Oh. Ah, wir mussten hier auch irgendwo eine Bilanz fälschen, ne? Ich glaube, da kümmern wir uns ein andermal drum. Hey, das oh, das hat sie gesehen. Nein! Nein, das hat sie gesehen. Ihr glaubt. Ja, ja. Der Eimer. Der Eimer of Doom. Der Eimertrick, ich liebe den Eimertrick. Dreckiges Diebesgeld. Boah, ein Kopfgeld. Ich komm nicht ran, die steht im Weg. Kleckisch wird ein Eimer, Alte. Klappe! Ich bin Assassine und du hältst den Mund. Seht Dreck.
Seht euch nur an. Ihr führt doch nichts Gutes im Schilde. Nicht wirklich, nee. War doch noch was. Ach, den Eimer nehmen wir auch mit. Den Eimer nehmen wir auch mit. Nervt mich nicht, Alte. Ihr führt doch nichts Gutes im Schilde. Nervt mich nicht. Da ist ein Gold. Da ist ein Gold. Pisst euch mal. Alter! Nee, Freunde, den Schrank hinter ihr müssen wir ausräumen. Ihr führt doch nichts Gutes im Schilde. Verpiss dich. So, jetzt mag vernünftig, bitte. Weil diese Alchemiezutaten kommen immer wieder und sind doch sehr teuer und selten. Und daher ist es wichtig, dass wir die mitnehmen. Denn wenn wir das nächste Mal herkommen, sind sie vermutlich wieder da. Oder spätestens beim übernächsten Mal. Klauen. Okay, müssen wir es ablegen. Nee, pack den Bogen weg. Ablegen, nicht erlegen. Jagdbogen. Ist der besser als unserer? Kaiserlicher Bogen. Gewicht 8, Schaden 12, 15. Unserer ist besser, leider. Den finde ich leider potthässlich, aber hilft ja nichts. Beim ersten Mal springen hat sie uns nicht gesehen. Mann. So ein Mist. Was denkt ihr, was ihr da macht? Ich hab da was hingelegt. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Anführer begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich werde mein Kopfgeld bezahlen. Ein Gold. Der Laden bringt jetzt nichts. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Ihr könnt weitergehen. Oh Mann. Ich hab halt was reingelegt und nichts geklaut. Oh Mann. Da, den Käse möchte ich noch. So ein Mist. Ah. Ich sehe da etwas, das das wieder gut machen kann. Also die Tränke sind wesentlich mehr wert als das Kopfgeld, was wir jetzt bezahlt haben von 200. Wenn wir das für ein Gold genommen hätten, nur falls ihr euch wundert, dann hätten wir die ganzen gestohlenen Sachen abgeben müssen und das wollte ich natürlich nicht. Wie gesagt, das Alchemiezeug ist extrem viel wert, wenn man Tränke damit braut. Und da haben wir es auch schon wieder drin, da waren auch 200 Gold. Kann man eigentlich die Wache, die einem das Gold abgenommen hat, danach wieder beklauen? Das wäre cool. Glaube ich aber nicht. Die haben hier immer Käse rumliegen. In Himmelsrand. Oh Gott, ist der schlecht. Ich muss ihn aber trotzdem loswerden. Das Land sollte nicht Himmelsrand, sondern Käserand heißen. Das ist schlecht. Ja. War was? Ich hab nichts gehört. Wo ist denn der Typ? Ach, der ist in einer Zwergenruine. Okay, Freunde, dann gehe ich jetzt mal eben Zeug ablegen und dann treffen wir uns an der Zwergenruine wieder. Bis dahin. Also in der nächsten Folge. Hast du mein Gold da? Der hat unser Gold! Wie geil ist das denn? Ich fasse es nicht. Das habe ich noch nicht gewusst. Wie super. Wir können die Wache einfach... Oh. Oh, Freund, ich bin begeistert. Den haben wir schon ausgenommen. Okay, aber jetzt. Ich gehe ablegen in Weißlauf und dann sehen wir uns an der Zwergenruine bei der nächsten Folge. Skyrim in der nächsten Folge. Ich bin ganz durcheinander. Tschüss.